Ich habe bei mir eine Schwierigkeit bemerkt, darin, wie ich Verantwortung übernehme für mein Leben, für das meiner Frau und meiner Kinder. Oft wähle ich den einfachsten Weg, setze mich aufs Sofa und lese, obwohl es so viele andere Sachen zu tun gibt. Ich war seit langer Zeit gewohnt zu denken, dass ich alles alleine lösen müsse. Vor allem die wichtigen und schwierigen Angelegenheiten, die mein Leben erschwerten. Ich arbeitete immer allein und wollte alles aus eigener Kraft lösen. Ich kann wirklich emotionslos und hart wirken. Das war aber da oben mit der Männergruppe nicht der Fall. Es war eine so offene Atmosphäre und das hat mich wirklich befähigt, der Mann zu werden, der ich jetzt bin. Ich kann sogar sagen, dass ich stolz darauf bin und dass es eine dringend nötige Veränderung war. Ich bin bestürzt darüber, dass heutzutage viele Männer in ihrem Leben eine passive Haltung angenommen haben. Abends habe ich die Gewohnheit, mit meinen Kindern durch unser Städtchen zu gehen. Wenn man da einen Blick ins Innere der Häuser wirft, sieht man unheimlich viele Männer, die den Abend vor dem Fernseher liegend verbringen. Ich denke, dass viele Männer im Laufe ihres Lebens nie wirklich zu wahren Männern werden. Viele bleiben ihr Leben lang wie kleine Kinder. Und das erklärt sich auch daraus, dass die meisten von ihnen sich nicht trauen oder nicht imstande sind, die volle Verantwortung für ihr Leben auszuüben. Das Hauptmerkmal der Männer von heute sind die Schwierigkeiten, die sie haben, ihren Weg zu finden in einer Gesellschaft, die immer in Bewegung ist. Die Frauen haben immer mehr Verantwortung inne und können ihre Talente besser nutzen, dank des Raumes, der ihnen eingeräumt wurde. Angesichts dieser Entwicklung wissen die Männer nicht recht, was sie tun können. Ich denke, die Rolle der Männer ist eine zweifache. Einerseits seine Frau zu ermutigen, sich mehr zu entfalten und andererseits zu einer guten Rollenverteilung im Paar beizutragen. Früher konntest du viele verschiedene Dinge aufbauen oder Territorien erobern oder kämpfen. Heute kannst du gerade mal die Maße deines Autos auswählen und bei der Arbeit bleibst du die meiste Zeit hinter einem Bildschirm sitzen. Was kann Mann sein unter diesen Umständen noch heißen? Wie kannst du deine Kraft, deine Energie und deinen Lebensdrang gebrauchen? Hengst Dorwochel und Jeroen Alzing von Chösau stehen beide am Ursprung einer Männerbewegung in den Niederlanden. Henk ist evangelisch, Pastor in einer Freikirche in Zwolle. Er gründete vor 10 Jahren die Bewegung Der Vierte Musketier. Jeroen ist der Gründer der Kingsmen. Er ist Katholik und Mitglied der Gemeinschaft Chemaneuf. Diese zwei Bewegungen organisieren Expeditionen für Männer, zum Beispiel in die schottischen Highlands oder zu den verschneiten Gipfeln der Schweiz. Über die physische Herausforderung hinaus geht es vor allem darum, die Männer einen spirituellen Weg gehen zu lassen. Ja, in den Bergen passiert etwas in einem Mann. Das finden wir oft in der Bibel wieder, im Neuen wie im Alten Testament. Wenn Gott zu Männern spricht, gehen diese Männer in die Berge. Eine der wichtigsten Lehren, die daraus zu ziehen ist, ist folgende. Damit es dem Mann gelingt, die 30 cm zwischen Kopf und Herz zu überwinden, muss er oft eine sehr lange Reise auf der physischen Ebene erleben. Ich bin mit 2 Freunden in die Pyrenäen gegangen. Dort haben wir die Erfahrung von intensiver Freundschaft und von tiefer Offenheit füreinander gemacht. Dadurch konnte ich ein Stück meiner Männlichkeit wiederfinden. Und als ich nach Hause kam, nahm meine Frau eine große Veränderung an mir wahr. Andere Freunde bemerkten das auch und meinten zu mir, wir wollen das auch erleben. Und so sind wir im Jahr darauf zu 9 losgefahren. Und so wurde unsere Bewegung gegründet und ist gewachsen. Ja, vanzelf gegroeid en ontstaan. Samen met 3 vrienden. Zusammen mit 3 Freunden haben wir diese Bewegung gegründet, die aus dem Verlangen nach Freundschaft und Brüderlichkeit entstand, mit dem Ziel, in unserem Leben Position zu beziehen und als Männer aufeinander zählen zu können.
Über die Jahre hatten wir die Möglichkeit, viele solche Wochenenden zu begleiten. Und wir konnten sehen, wie bei diesen Wochenenden viele Freundschaften entstanden. Was wir in der Kirche, in den Niederlanden sehen, sowohl in der evangelischen als auch in der katholischen Kirche, ist das Verschwinden vieler Männer im Hintergrund. Das ist ein bisschen paradox, da in der Kirche die Liturgie oft von Männern festgelegt wird und eben Männer so oft im Vordergrund stehen, bei den Predigten, der Eucharistiefeier und so weiter. Und doch fühlen sich viele Männer nicht mehr zu Hause und mit der Zeit brechen sie dann mit dem Glauben. Der vierte Musketier und Kingsman haben im Kern dasselbe Ziel. An dem Tag, an dem die beiden Gründer sich begegneten, hatten sie die Idee, gemeinsam einen Tag für Männer zu organisieren. Diese völlig neue Veranstaltung fand in der Abtei St. Paulus im niederländischen Oosterhout statt. Es gab mehr Anmeldungen als Plätze. Die Klosterkirche war brechend voll von katholischen und evangelischen Männern, die zusammen Gott dienen und sich darin gegenseitig bestärken wollten. Ich denke, der stärkste Moment war der, an dem wir ein großes Feuer angezündet haben, um das herum wir alle standen und gemeinsam sagten, die Scheiterhaufen von früher wollen wir nun umwandeln in Freudenfeuer der Einheit. Wir hatten alle unsere gegenseitigen Vorurteile auf Blätter geschrieben und diese dann ins Feuer geworfen und somit von Neuem das Feuer der Einheit entfacht. Ich sagte mir, dass ich schon viel hatte verarbeiten müssen. Wut, Schmerz, Einsamkeit, ein zu früh angenommener Verantwortungssinn und noch mehr. Und als wir dann da oben im Kloster waren, bemerkte ich, wie in mir ein Schmerz aufstieg und eine Wut gegenüber meinem Vater. Als Peter 3 Jahre alt war, haben sich seine Eltern scheiden lassen und er wuchs nur mit seiner Mutter auf. Das Fehlen des Vaters blieb in seinem Familienleben mit seiner Frau Judith und ihren 4 Kindern nicht ohne Konsequenzen. Eine konkrete Situation, in der ich echt wütend werden konnte, war ein Streit meiner Kinder, bei dem ich versuchte, Position für eins von ihnen zu ergreifen, sie mich aber genau dann ignorierten und einfach weiterstritten. In diesem Fall traten die Wurzeln meiner Vergangenheit zutage, die Tatsache, dass mein Vater mir nicht zuhörte und meine Mutter genauso wenig. Sehr viele Männer sind von einem inneren Drang angetrieben, ihren Vater zufriedenzustellen. Dieser kann schon seit Jahren verstorben sein. Sie sind imstande, eine große Firma aufzubauen oder viele lange Arbeitswochen auf sich zu nehmen, nur um es in den Augen ihres Vaters gut zu machen. Ab einem gewissen Moment nahm ich mir die Zeit, diese Dinge zu durchdenken und damit zu beten. Meine Eltern waren schon lange verstorben. Ich habe einen Brief an sie geschrieben, der sehr ehrlich war. Nicht hart, aber ehrlich. Ich habe einfach die Sachen auf den Punkt gebracht. Du warst nicht da und jetzt verstehe ich, wenn ich zurückschaue, dass du nicht anders konntest. Aber du sollst wissen, dass mich das tief verletzt hat. Als Kind habe ich dich gebraucht und du warst nicht da. Schließlich konnte ich diesen Brief auf dem Altar ablegen. Das gab mir ein riesiges Gefühl von Befreiung. Das hat ihm einfach sehr gut getan, als Mann und als Vater. Er erzählte, dass die Männer sich um einen Tisch zusammenfanden und dort auch solche Dinge ansprechen konnten. Durch diese Verbindung von Anstrengung, Gebet und Stille kamen diese besonderen Gespräche auf und es entstand ein Raum für Vergebung und Heilung. Worauf ich jetzt bei meinen Kindern achte, ist die Bedeutsamkeit, dass ich anwesend bin. Für die Mädchen ist es ihnen zu sagen, du bist gut,
Du bist schön. Wie toll, dass du gestern so schön bei der Osterfeier der Schule gesungen hast. Und mit Samuel, meinem Sohn, bringe ich auf dem Bett. Dort kann er auch mal seinen Vater besiegen. Am Anfang unserer Ehe habe ich Judith sehr oft gefragt, wie hat dein Vater das getan? Und heute realisiere ich, dass ich mit der Zeit Selbstsicherheit gewonnen habe und begonnen habe, einfach die Sachen zu tun, die es zu tun gab. Woher das kommt, das weiß ich nicht. Es ist, als ob es von innen käme und dem entspricht, was ich bin. Und so gebe ich meinem Vatersein einen Sinn. Ich glaube, es gibt eine ganz wichtige Verbindung zu der Person Gottes, die sich als Vater offenbart. Gott gibt uns irdische Väter, um uns zu zeigen, wie er ist. Ich komme ihm durch die verschiedenen typisch väterlichen Haltungen zum Greifen nah. Ich habe eine bedingungslose Liebe zu meinen Kindern. Ich werde immer für sie da sein. Selbst wenn sie Fehler begehen, werde ich ihnen immer vergeben. So können wir gemeinsam vorangehen. Sie sind mir immer willkommen. Das Besondere ist, dass wenn wir allein unter Männern sind, ganz ohne Frauen, dann verhalten sich die Männer auch anders. Ab dem Moment, in dem eine Frau dabei ist, werden die Männer wieder schnell zu Hähnen. Und das Schöne bei Männern ist, dass sie nie das von anderen Gesagte verurteilen. Sie werden das beim Verlassen der Berge fast schon vergessen haben. Was wir in diesen gemeinsamen Momenten feststellen, ist, dass wir wahrhaftig miteinander teilen. Es wird geweint, es wird gelacht, da wird einander Trost zugesprochen und das alles in einer Viertelstunde. Das liegt alles nah beieinander und auch Scherze können gemacht werden. Die Wochenenden von Der vierte Musketier sind physisch sehr fordernd. Es sind 72 Stunden, die sich anfühlen wie ein einziger Tag. Du musst dich da einfach dem Programm ausliefern. Das finden viele Männer schwierig, in Anbetracht der Abhängigkeit, die das erfordert. Es ist immer eine Nachtwache vorgesehen, bei der wir für jene beten, die zu Hause geblieben sind. Wir campen auch in der Natur. Und während des Tages bekommen die Teilnehmer bestimmte Themen, um zu lernen. Zum Beispiel gibt es Bibelstunden und persönliche Meditationen. Was wir oft feststellen ist, dass es so wirklich gut funktioniert, weil die Männer völlig von ihrem Zuhause getrennt sind. Bei Kingsman besteht der Kurs aus drei Schritten. Während des ersten Schrittes geht es darum, die Fragen deiner Identität, deiner Männlichkeit und deiner Freundschaften zu vertiefen. Im zweiten Schritt geht es um deine Verletzlichkeit und im dritten um deine Willensstärke und deine Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Dahinter steckt eine Logik, denn wenn du dich selbst nicht kennst, wenn du deine eigene Identität noch nicht gut genug kennst, dann wird es schwierig, dich verletzlich zu machen. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich verletzlich zu zeigen, dann kannst du deine Willenskraft auch nicht zeigen oder ein guter Leiter sein. Es gibt auch andere Themen, die für Männer sehr wichtig sind. Wie soll ich mich in der Familie verhalten? Wie kann ich Prioritäten setzen hinsichtlich meiner Verpflichtung? Wie soll ich mich gegenüber meiner Frau und meinen Kindern verhalten? Was bedeutet es, wichtige Entscheidungen über Geld, Macht und Radikalität zu treffen? Auch die Sexualität ist ein sehr wichtiges Thema. Viele Männer haben hier mit Pornografie und Internet zu kämpfen. Wie kann ich in diesem Bereich rein und unschuldig bleiben? Viele Männer entdecken auch, dass sie nicht die einzigen sind, die in Bereichen wie Sexualität, Versuchung und Zweifel ins Straucheln kommen. Es ist immer sehr beeindruckend zu erkennen, dass du nicht der Einzige bist, dass du innerhalb der Gruppe Unterstützung bekommen kannst, aber man auch gemeinsam als Gruppe bei Gott um Unterstützung bitten kann. Ein Bibeltext, der mir bei diesem Prozess sehr geholfen hat, ist im Jakobusbrief 5, die Verse 15 und 16. Wenn jemand Sünde auf sich geladen hat, wird er Vergebung empfangen. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Jan ist seit 11 Jahren mit Gerardine verheiratet. Gemeinsam haben sie 3 Kinder. Jan nahm an einem Wochenende des 4. Musketiers teil. Beim letzten Wochenende gab er sein Zeugnis und sprach von seinem Kampf mit der Pornografie und der Befreiung und Vergebung, die er erfahren durfte. Was mir auch sehr geholfen hat, war, dass ich der Pornografie niemals eine wirkliche Rolle in meinem Leben eingeräumt habe. Ich war in diesem Kampf nie mit mir zufrieden, selbst wenn ich nur einmal im Monat gefallen war. Ich wollte es einfach nicht mehr. Ich habe immer ziemlich schnell mit jemandem darüber gesprochen und bin sehr dankbar, dass die Dinge sich so entwickelt haben und Gott mir den nötigen Mut gegeben hat. Ich war nicht mehr der Mann, der mit seinem Problem kämpft, sondern der Mann, der von Gott abhängig ist und dadurch seine Probleme überwinden kann. Was während so einem Wochenende passiert, ist etwas ganz Besonderes, weil sie es einem erleichtern, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Das liegt an der Intimität des Kampfes, den du kämpfst, an den erlittenen Verlusten sowie an den gehörten Zeugnissen. Es hilft dabei, sich einander anzunähern, aber auch dabei, sich selbst und Gott näher zu kommen. Am Ende berühren unsere Wochenenden immer das, was wir als den höchsten Gipfel der Welt bezeichnen, den Fuß des Kreuzes. Das ist der Voet von het Kruis. Wir laden dann jeden Mann ein, sich einen Stein zu suchen, als ein Symbol für das, was man vor den Füßen Jesu ablegen möchte. Man kann einen oder mehrere Steine ablegen, einen kleinen oder einen großen. Man entscheidet selbst. Am Fuß des Kreuzes ist ein Altar, wo wir singen und beten. Und am Ende feiern wir dort gemeinsam das Abendmahl. Oft gehen die Männer vor dem Kreuz auf die Knie. Dort laden sie Jesus neu in ihr Leben ein, der ihr Herz berührt hat. Dort können sie die Sorgen, die sie belasten, ablegen. Sie bekommen neue Kraft für ihre Heimkehr und für ihr Leben in der Ehe, als Vater, bei der Arbeit oder in der Kirche. Genau dort sind sie dann imstande, ihr Leben neu inspiriert zu gestalten. Um wachsen zu können, braucht man Zeit. Wachsen beinhaltet immer auch zu fallen und wieder aufzustehen. Das ist das Schöne an diesem Rahmen. Hier kann man fallen und wieder aufstehen. Und dabei lernt man zu wachsen. Was ich bei vielen Männern feststelle, ist die Tatsache, dass, obwohl sie das Glück hatten, einen Vater an ihrer Seite zu haben, oft dennoch viele ungute Dinge in der Beziehung da sind, die dann an die Oberfläche gelangen. Zum Beispiel ein Vater, der zwar körperlich anwesend, geistig jedoch abwesend war. Oder dass ein Vater anstatt zu bestätigen, nur Anforderungen stellt. Und in manchen Fällen sind diese irdischen Väter noch am Leben, was einige der Männer nach ihrer Rückkehr vom Berg dazu gebracht hat, sich mit ihnen auszusprechen. Und dies wird schnell auch sehr bewegend, denn diese Väter, die jetzt oft auch schon Großväter sind, haben tatsächlich schon auf diesen Moment gewartet, dass ihr Sohn kommt und ihnen sagt, ich kann dir endlich sagen, dass das sind wunderbare Zeiten der Versöhnung. Ich bin als Jugendlicher straffällig geworden. Meine Mutter hat mich oft mir selbst überlassen. Ich war mit Alkohol, Drogen und all dem unterwegs. Mark hat in einem Seminar von Kingsmen teilgenommen.
Voller Enthusiasmus kommt er zurück und erfährt kurz darauf, dass er entlassen wird. Das kam für mich wie ein Schlag aus heiterem Himmel. Das hatte ich überhaupt nicht kommen sehen. Und dann kommst du nach Hause und musst diese Nachricht verkünden. Zu der Zeit hatte ich schon ein ernstes Problem mit dem Alkohol und es wurde nur noch schlimmer. Und in einem Moment habe ich mir gesagt, ich kann so nicht weitermachen. Ich brauche dich, mein Gott. Ich muss diese Arbeit angehen. Ich habe ihm gesagt, wenn du jetzt nicht anfängst, an dir zu arbeiten und die Richtung änderst, dann ist es vorbei. Dabei wollte ich am wenigsten unsere Ehe beenden. Aber ich wusste, wenn jetzt keine radikale Veränderung kommt, dann werden wir nicht länger gemeinsam standhalten. Mark entscheidet also, sich völlig in Frage zu stellen und sucht professionelle Hilfe, um vom Alkohol loszukommen. Er entscheidet ebenfalls, eine Einkehrwoche in Stille zu verbringen, während der er entdeckt, dass er es noch nie gewagt hat, seiner Vergangenheit ins Gesicht zu schauen. Dieser Priester sagte mir also, du musst dich deiner Vergangenheit stellen und die Erinnerungen zulassen, aber das kannst du nur mit diesem einen durchmachen. Und dieser eine, das ist Jesus. Lass dich von ihm, wie von einem Freund, an die Hand nehmen. Stell ihn dir wirklich wie einen Freund oder einen Bruder vor und geh gemeinsam mit ihm da durch. Es war wirklich befreiend für mich. Nach und nach wurde das Vertrauen der Familie wiederhergestellt. Inge erkennt, dass es Gnade war, dass Gott ihr Geduld gegeben hat und es ihr ermöglichte, Mark durch seine Augen zu sehen, was während dieser Zeit ihr tägliches Gebetsanliegen war. Auf diese Weise gelang es mir, den Schmerz durchzustehen und ich konnte ihm vergeben, als er zu mir kam und mich fragte, kannst du mir bitte vergeben, denn ich habe jetzt erkannt, was ich an mir ändern möchte. Ich habe Klarheit darüber bekommen, was nicht gut ist in mir und ich weiß jetzt, wer ich bin. Zu lernen, anderen zuzuhören, hat mich wirklich geprägt. Es geht echt darum, deine verletzliche Seite zu zeigen. Wenn du es schaffst, mehr Empathie zu zeigen, dann wird dein Leben reicher und interessanter, weil es reiner und authentischer wird. Diese Entdeckung hat mein Leben wirklich bereichert. Es ist von entscheidender Bedeutung, direkt mit den Entscheidungen, die man an dem Wochenende getroffen hat, durchzustarten. Also wenn du beispielsweise die Angewohnheit hattest, viel fernzusehen oder dich immer hinter deinem PC zurückzuziehen, anstatt Sport zu machen, dann ist es sehr wichtig, während des Wochenendes klare Entscheidungen zu treffen und diese innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr umzusetzen. Es ist genauso wichtig, eine Freundesgruppe, Brüder um dich zu haben, um das Feuer des Heiligen Geistes aufrechtzuerhalten und die begonnene Reise auf gute Weise fortzusetzen. Gemeinsam mit Judith sind wir ausdauernd im Gebet. Unsere Kinder sehen uns dabei, denn wir beten einfach jeden Morgen im Wohnzimmer. Und oftmals kommt eines der Kinder dazu. Wenn ich zur Arbeit gehe, segne ich die Kinder und Judith, indem ich ihnen das Kreuzzeichen auf die Stirn mache. Und wenn es den Anschein hat, als würde ich es vergessen, dann erinnert mich eins der Kinder daran. Hey Papa, du musst doch noch... Für sie ist es demnach sehr wichtig, dass ich sie zum Start in den Tag segne. Ich bin sehr glücklich. All das hat geholfen, dass er selbstsicherer wird. Er weiß jetzt, wer er als Mann ist und wer er als Vater sein soll. Es ist angenehm, mit jemandem zu leben, der das ergriffen hat. Bei der Kindererziehung kann ich freier sein und mehr loslassen, denn ich weiß, dass Peter die Dinge in die Hand nimmt. Ich bemerke auch, dass meine Freunde mir sagen, Mensch, was hast du dich verändert? Du bist ein Freund, ein echter Kamerad geworden. Du bist immer da für uns. Und sie fügen hinzu, wir bemerken es auch an deiner Frau und deinen Kindern, an deiner ganzen Umgebung. Es ist einfach super, mit dir zusammen zu sein. Die Schwierigkeit mit den Süchten hat mich wachsen lassen.
und mir in gewisser Weise erlaubt, wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes zu werden. Das kann ich jetzt sagen, nachdem ich zurückgeschaut habe. In der Tat musste ich lernen, wie ich große Entscheidungen treffen kann, wie ich wagen kann, mich auch verletzlich zu zeigen und mir darüber bewusst zu werden, dass ich eine schöne Frau habe und lernen darf, mich für sie zu entscheiden. Aus diesem Grund habe ich auch beschlossen, meine Schwierigkeiten und meine Einsamkeit Gott abzugeben, anstatt selbst damit fertig werden zu wollen. Was ich so ontzettend mooi finde, ist, dass ich... Ich freue mich so zu sehen, wie diese Männer im Laufe der Jahre durch die Seminare radikal verändert werden. Männer mit offensichtlichem Übergewicht, die jetzt problemlos einen Berg erklimmen können. Sie haben 20 bis 30 Kilo Gewicht verloren, was sie vorher nie geschafft haben. Männer, die abhängig waren von Pornografie oder Alkohol, sind inzwischen geheilt. Oder Männer, die in einer Ehekrise stecken und jetzt mutig wagen, Entscheidungen zu treffen. Für mich ist das Herz der Männlichkeit, Verantwortung zu übernehmen für das, was du getan und hinterlassen hast. Es ist eine Verantwortung vor Gott und deinen Lieben, die du mit Kraft und Freude tragen kannst. Aus der Apostelgeschichte. Gott hat David zu ihrem König erhoben, von dem er bezeugte: Ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er es verheißen hat, Jesus kommen lassen, als Heiland für das Volk Israel. Gott, unser Vater, hab Dank, dass du uns als Männer und Frauen geschaffen hast, in der Unterschiedlichkeit und gegenseitigen Ergänzung. Schenke besonders den Männern, eine echte Umkehr zu erleben, indem sie dich in ihre Geschichte lassen, um frei zu werden, am Fuß des Kreuzes ihre Verletzlichkeit zuzugeben, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so Männer nach deinem Herzen zu werden. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down at the cross. Cheers.